Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Risen 2. Ich bin Insegamer und wir sind hier im Piratennest am wunderhübschen Lagerfeuer mit der wunderhübschen Begleitung Patty in ihrer hübschen Kleidung. Begleitung. So, ich hoffe, ihr seid alle da und auch du. Ah, schön, dass du auch da bist. Hab dich jetzt eben gerade nicht gesehen. Dann sind ja alle Zuschauer da und ich natürlich auch. So, genug rumgelabert. Legen wir mal los. Und zwar haben wir ja doch ein paar Quests. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesession so einen Saufwettkampf gemacht, um an den einen Plan, von einem Schatz heranzukommen, von, ich weiß nicht, wie der jetzt genau heißt, aber ich gucke mal, warte mal, wir sind ja, warte mal, das sind alles die offenen, finde Stahlbart, der soll wohl auf dem Schiff sein, die Zuckerlieferung, achso, das sind alles, die haben wir wohl schon abgeschlossen hier, okay, genau, hier, das sind alles die, sie offen sind anscheinend, die hier so dieses blau hinterlegte Minus bzw. Plus haben. So, also Küchenhilfe, Kopfgeld, die Kleidung eines Piraten, ein hungriger Sklave, Alistair ablenken und der Zuckerhandel. Was haben wir hier? Legendäre Gegenstände, der Handspiegel. Da will ich nochmal gucken, da haben wir ja was gelesen bei dem Jack im Turm über den Handspiegel. Den Handspiegel sollte ich in der Taverne von Takarigua finden. Ja, stimmt, das hat der eine, glaube ich, da im Angebot. Aber ich glaube, wir können den auch durch diese eine Quest bekommen, schätze ich mal. Wenn wir hier Alice ablenken, Lola kann Alistair ablenken, dann kann ich mich oben in Ruhe umsehen. Es ist Nacht. Okay, gucken wir erstmal nach der Lola. Lola rennt. Kennt ihr das? Kennt ihr den Film Lola rennt? Ich habe den, glaube ich, sogar einmal gesehen, aber schon Ewigkeiten her. Ja, erstmal gucken wir mal, wo diese Lola ist. Hier, dieser Boos hatte ja auch einen Spiegel, meine ich, bei sich dabei gehabt. Das ist ja Holly. Pirat. Also jedenfalls die Aufnahmesession wird ungefähr eine Stunde gehen, weil ich, denn kann ich ja mal sagen, mit dem guten Niantic, aka The Activity, genau, ich würde sagen, Patty, du wartest mal hier. Warte mal hier, genau. Warte hier. Gut. Braves Frauchen. Ja, ich wollte sagen, ich nehme mit ihm heute auch noch ein neues Let's Play Together auf und deswegen kann ich hier nur eine Stunde jetzt aufnehmen. So, ist das eine Lola da? Lola, Tatsache. Wahrscheinlich auch eine Prostituierte, um das Profis. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Ja, genau. Erstmal was Wichtigeres. Einen schönen Gruß von Morris. Einen schönen Gruß von Morris. Morris? Dieser Mistkerl ist einfach abgehauen und lässt sich nicht mehr blicken. Dabei schuldet er mir noch Gold für, wenn ich den in die Finger kriege. Ah, war wohl sehr viel, oder wie? Dass sie das nicht sagen kann. Muss unten vor der Kneipe. Tja, so sind sie. Ich verpetze ihn mal nicht, oder? Tja, so sind sie. Und du? Bist du vielleicht besser? Ach, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich bezahle meine Schulden. Gut. Was willst du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Alistair braucht ein wenig Gesellschaft. So. Du meinst, er könnte ein wenig Ablenkung vertragen von seiner schweren Arbeit. Wir verstehen uns. Noch nicht ganz. Ach ja, sie will ja natürlich Kohle haben. Leider, ich weiß gar nicht, so viel Geld haben wir, glaube ich, gar nicht. Lass dir Zeit mit Alistair. Haben wir doch. Stimmt. Jetzt verstehen wir uns. Keine Sorge, ich werde mich gut um ihn kümmern.
Sehr schön, Berenice. So, jetzt muss ich aber erstmal selber wissen, wo dieser Alistair sich befindet. Aber wenn sie ja weg ist, ne, sie ist ja weg, hihi, dann können wir ja mal uns das Gauld wiederholen, ne? Naja. Es scheinen wohl einige Freier ihre Dienste nicht zu bezahlen, obwohl die Perle ist auch nicht so wertvoll. Na, nehmen wir trotzdem alles mit. Wir sind ja so, Grog mit. Und schön Grog und eine Bottle voll rum. Dum, dum, dum. So, haben wir hier noch schön. Ups, ich habe gar nicht geguckt, man soll immer um Pokal. Upsala. Da ist er auf Versehen in meine Tasche gefallen, der Pokal. Das tut mir leid, aber. Was haben wir dann? Eine Piratengeschichte? Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und es fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Da haben wir eine neue Quest, der linke Stiefel, aber wir machen erstmal eine Quest nach der anderen, bevor wir uns der neuen widmen. So, wo könnte. Ah, ich glaube. Ah ja, der Alistair war oben drüber, ne? So, ich müsste schleichen. Ich hoffe, das ist die Schleichtaste. Okay. Hallo, Alistair. Okay. Lola! Du hast dich ja noch schon einer. Lange nicht mehr blicken lassen. Wo? Dann sieh dir mal alles in Ruhe an. Okay, der ist auch abgelenkt. Was? Raus hier! Warum ist der denn da? Ja, geh nur! So, okay. Anscheinend war ich nicht leise genug. Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. Verstehe. Was willst du? Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Entschuldigung. Warum kommt der denn jetzt die ganze Zeit hinterher? Dieser Elia. Ich gehe ja schon ganz raus. Geh, Hauptsache, du gehst. Oh Mann, 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 das läuft ja alles nicht so gut. So, ich hoffe, er geht jetzt mal wieder nach oben. Tja, Petty, muss noch ein bisschen Geduld haben mit mir. Ich mache das hier zum ersten Mal. Ich bin ja halt Profi auf einem neuen Level. Aber hier, warte mal, hier sehe ich gerade, hier ist eine Kiste. Eine versteckte Kiste. Derzeit kann ich ja mal reinschauen. Ja, das ist doch Berenice. Nehmen wir mit. Diese Kiste und so, jetzt schleiche ich mich mal nach oben. Ich hoffe, der Elias ist weg und die Tante, die gute Lola, die unterhält sich auch noch mit ihm. So, also ich muss jetzt hier schön leise sein. Hä, wo ist der denn jetzt, der Elia? Ist der jetzt hier in diesem Zimmer? Das wäre... Der ist hier nicht, oder? Okay, schön. Amulett? Eine verschlossene Kiste, das ist ja nicht so schön. Pokal nehmen wir mit. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Eine Schale nehmen wir mit. Wo ist dieser Spiegel? Ich hoffe, er hat diesen Spiegel. Sonst hat das nur dieser Buß, glaube ich. Oh, ein Hühnchen. Nehmen wir auch mal mit. Kann ich hier... Oh Mist, ich kann leider... Vom Schlösserknacken leider kann ich die Schlösser nicht knacken. Der hat nicht diesen schönen Handspiegel. Das ist ja traurig. Ah, die Karaffe. Ich will nur mal vorsichtshalber noch mal ein bisschen rumschauen. Nicht, dass ich hier doch noch irgendwas... Ich wette, in dieser Kiste... Ist bestimmt was sehr Gutes. Aber da komme ich leider nicht ran. Das habe ich noch leider nicht gelernt. Vielleicht habe ich auch... War ich zu früh hier? Ja, du wirst jeden Tag hübscher. Schleim, Schleim, Schleim. Gefällt dir, was du siehst? Schleim. Oh, ja. Genieß es. Jeden Augenblick. Und Brennkessel. Brennen versteht. Bald muss... Okay. Also hier scheint wirklich nichts weiter zu sein. Ich guck nur mal hier rum, um die Ecke. Wo geht's hier eigentlich hin? Ne, da geh ich mal lieber nicht... Oh, ein Hut. Ein Hut.
Da komme ich jedenfalls nicht weiter. Rum, die Dumm, nimm mir mit. Sie lenkt ihn weiter ab. Noch mehr rum. Bald muss ich wieder gehen. Noch nicht. Jetzt gleich. Du bist die Beste. Okay, gut. Na, hier muss ich... So. Patty, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mit. Kein Problem. So, Patty schließt sich mir wieder an. Das ist sehr schön. Mal sehen, vielleicht haben wir ja doch jetzt das Amulett. Er wollte, glaube ich, so ein Amulett. Kann das sein? Wow, Lola ist ganz schön sauer auf dich. Dabei habe ich hier die schönste Nacht ihres Lebens bereitet. Mm. Aber wohl vergessen zu bezahlen. So ein Biest. Ist nur hinter dem Gold her. So, nun, was ist mit der Quest jetzt? Du solltest deine Zeit lieber mit den Huren verbringen, solange du noch kannst. Warte mal. Das war's? Habe ich das jetzt echt schon erledigt jetzt? Oder? Der Handspiegel? Den Handspiegel sollte ich in der Taverne. Der linke Stiefel. Wenn er diesen Stiefel noch. Wenn es diesen Stiefel noch gibt, müsste ich ihn am Weststrand Antiguas finden. Okay. Kopfgeld, Kleidung eines Piraten. Dann war es das wohl, alle Quests. Okay, das haben wir erledigt. Okay, na gut, schade, dass wir noch keine Truhen öffnen konnten. Ich habe mich mal umgehört. Aha. Es heißt, du bist bei der Inquisition rausgeflogen. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Dann zeig mir, wie ich's besser mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Ei. So, was kannst du mir beibringen? Wie sieht es mit dem Kampf aus? Ich habe gehört, dass es kein Wasser gibt. Ich komme später nochmal drauf zurück, weil ich möchte gerne erstmal das eine und andere noch erledigen. Warte mal, ich wollte mal gucken, wie viel Kohle habe ich denn da jetzt eigentlich? Jetzt gerade, oh, 132. 132. Ich glaube, ich könnte ja mal sie fragen jetzt wegen diesem Schatz. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? So, wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Er erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes, steinernes Grab. Neue Quest, Pete's Schatzkarte. So, das wäre alles. Das wäre alles. Okay, lassen wir sie mal. So, laufende Quests. Okay, das sind alles laufende Quests. Okay. Pete, Schatzkarte. Wo haben wir die denn? Da. Pete ist losgezogen, um in einer Schlucht seinen Schatz zu vergraben. Wenn ich ihn suche, finde ich vielleicht heraus, wo der Schatz ist. Okay, ja, aber... So, was machen wir nun? Da kommen wir auch nicht weiter. Brauchen wir rum? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Ne, es bringt alles nichts. Ende, Ende. Und dieser, hey. Was denn? Hast du nichts zu tun? Okay, die Piraten, die wollen mit mir nicht reden. Wer ist der denn? Hey. Gehörst du zu Boos?
Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei dem Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Was weißt du über den Fluch? Was weißt du über den Fluch? Erst trinken wir mal einen. Klar. Klar, trink einen auf mein Wohl. So gefällt mir das. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Man hört ja so allerlei von Wesen aus der Tiefe, die ihn verfolgen. Und seine Mannschaft, die steckt auch mit drin. Alle, die mit ihm segeln, sind schon so gut wie tot. An deiner Stelle würde ich auf das nächste Schiff warten und bei einem anderen Captain anheuern. Ja, aber ich möchte mich trotzdem im Stahlbad anschließen. Wir haben noch keine Angst. Der will bestimmt nicht nochmal, ne? Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir... Ein Äffchen, schwarze Perle. Na gut, lass es. Ich denke drüber nach. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja oder können uns ein Äffchen besorgen, aber ich glaube... Hey du, komm mal rüber. Was? Wie? Meint er mich? Meint er mich jetzt oder wie? Jetzt nicht.